Können natürlich auch viel verlieren. Warum denn? Warum verlieren wir? Was ist der Grund, wenn es einen Brexit gibt? Wir tun die ganze Zeit ein bisschen so, als wären die Briten irrational, ein bisschen extrovertiert, starkköpfig und deshalb wollen sie jetzt die EU verlassen. Die Wahrheit ist, die EU hat ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Das liegt zum Teil an den Institutionen, die reformunwillig sind oder reformunfähig. Wir hatten eine Euro-Krise, da hat man sich gerade noch so durchgewurschtelt irgendwie, da ging es ja nur um Griechenland. Jetzt haben wir einen richtigen Brocken hier mit Großbritannien. Die EU hat sich geweigert, all die Jahre sich zu reformieren. Die Institutionen werden angezweifelt. Ich kann ein Beispiel mal aus meinem Bereich, die Europäische Zentralbank, die EZB. Da fragen sich die Leute mittlerweile, machen die ihre Gesetze eigentlich selbst? Da wurden griechische Anleihen, die ramsch waren, als Sicherheit akzeptiert. Da wurden Notkredite an griechische Banken gegeben. Jetzt werden Unternehmensanleihen aufgekauft. Mit welchem Recht machen die sich ihre Gesetze selbst? Es ist nur ein Beispiel. Und die Kluft in Europa wächst. Die Leute stellen sich die Frage, macht uns die EU, macht uns Europa, macht uns der Euro vielleicht ärmer und nicht reicher? Und wenn diese immer mehr Menschen diese Frage sich für sich negativ beantworten, dann gibt es vielleicht auch einen Brexit. Und ist das auch ein massiver Grund? Ich drehe das um. In der Flüchtlingskrise, letzter Punkt, hat sich, ganz kurz, letzter Punkt aber, und das war eklatant für die Wahrnehmung der EU-Bürger, nicht nur der britischen Bürger, sondern der EU-Bürger überhaupt, war die EU nicht mehr existent. Sondern sozusagen tot. Bleiben wir erstmal bei Moritz.